Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In einer großen Tageszeitung titelt heute die Tageszeitung: Söder rechnet mit Bundesregierung ab. Da hat der CSU-Vorsitzende der Regierung die Leviten gelesen und spricht von einem Totalversagen der Bundesregierung. Frau Bundeskanzlerin, wenn ich jetzt die Regierungsbank anschaue, stelle ich mir die Frage, ob die CSU ihre Minister schon aus ihrem Kabinett abgezogen hat. Das wäre ja dann konsequent, wenn der Vorsitzende der CSU mal dafür sorgen würde, dass das, was er da sagt, an der Regierung hier ankommt. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Minister Scheuer wird normalerweise von uns hier immer scharf kritisiert. Dieses Mal bei dieser Reform ist es aber nicht seine Schuld, dass da nichts rausgekommen ist, dass das Ergebnis völlig ungenügend ist. Oder vielleicht eben doch, weil das Mautdesaster, die Bahnfehler, die Autobahngesellschaft, all das ihn so geschwächt hat, dass er sich nicht mehr durchsetzen kann. Denn zu Beginn waren unsere Ziele eigentlich gleich. Diesen Markt vom Nutzer her denken, Digitalisierung da nutzen, wo wir wirklich spitze sind in der Mobilität. Unkompliziert, komfortabel und auch zu Marktpreisen. Dazu nationalen und europäischen Start-ups eine echte Chance bieten, hier in Deutschland auch einen Heimatmarkt zu entwickeln. Bessere klimaschonende Mobilität für das ganze Land. Für diese Ziele hat sich dann Minister Scheuer ausbuhen lassen. Und ich muss sagen, ich hätte mich auch daneben gestellt, aus Solidarität, aber auch für den Fortschritt unseres Landes. Der Journalist Robin Alexander kommentierte die Vorgänge in der Tageszeitung Der Welt vom 22. Januar dieses Jahres wie folgt, und ich zitiere: Blamiert ist der Bundestag, und weiter: Das grenzt an Selbstaufgabe. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie. Behandelt wurde sie in den letzten Wochen aber wie ein Wurmfortsatz. Es sollte die gemeinsame Überzeugung aller Parlamentarierinnen hier sein, das nicht länger hinzunehmen, und dem dient unser Gesetzentwurf. Unser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, verfolgt das Ziel, die verfassungsrechtliche Frage der Impfpriorisierung gesetzlich zu regeln. Warum? Weil der von der Koalition geschaffene Rechtszustand, diese Priorisierung über eine Verordnung zu regeln, verfassungswidrig ist. Und ich finde es ein Skandal, wie Sie hier das Verfassungsrecht mit Füßen treten. Und Herr Kraus, Sie sagen, was da die Experten sagen, ist Ihnen völlig egal. Das ist eine Unverschämtheit. Es geht hier um Grundrechtsschutz. Und auch wenn Sie jetzt behaupten, das ginge an der Wirklichkeit der Menschen vorbei, in dem Moment, im Moment sind wir uns alle einig, dass die Risikogruppen zuerst geschützt werden müssen, aber in dem Moment, wo es losgeht, wer muss danach erst geimpft werden? Der Polizist oder andere oder die Lehrer? Da geht es nämlich los. Und wenn dann einzelne Leute meinen, sie müssten klagen, dann werden sie merken, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Und deswegen betrifft es nämlich auch die Wirklichkeit der Menschen in diesem Lande, meine Damen. Herr Kollege Altmaier, die Wahrnehmung, die Sie haben, und die Realität im Land klaffen immer weiter auseinander. Diese Schere sollten Sie schließen. Und nun sprechen Sie hier tatsächlich von einer robusten Wachstumsperspektive, gar von einem Aufschwung. Herr Altmaier, das mag technisch natürlich stimmen, weil wir bestimmte Branchen haben, die auch enorm an Marktanteilen gewinnen. Ich denke an den Onlinehandel. Die Kehrseite werden wir möglicherweise aber in einigen Monaten in unseren Innenstädten beobachten können. Wir haben viele Unternehmen, die fürchten, ob sie überhaupt eine Fortsetzungsperspektive haben, weil die von Ihnen gerade hier gerühmte Aufhebung der Insolvenzantragspflicht, Kurzarbeitergeld, das Hoffen auf Hilfen, diese Unternehmen noch in einer Schwebelage hält. Aber die verdeckten Risiken in der Deutschlandbilanz werden von Tag zu Tag größer. Deshalb ist jetzt entschlossenes Handeln erforderlich. Und dazu haben wir Ihnen ja in den vergangenen Monaten wiederholt Vorschläge gemacht. Unser Kollege Christian Dürr schon, ich glaube, im April des vergangenen Jahres mit der dringenden Mahnung, den steuerlichen Verlustrücktrag möglich zu machen. Das heißt, die Verluste des Jahres 2020 oder 2021 zu verrechnen gegenüber der Steuerschuld der Vorjahre. Herr Altmaier, Sie haben diese Idee heute auch für sich mitreklamiert und verweisen dann auf die SPD.
Also muss man doch öffentlich fragen, was hält die Sozialdemokratie ab, dieses Instrument einzusetzen, weil es eine schnelle Liquiditätshilfe für die gesamte Wirtschaft bedeutet, ohne dass dem Staat irgendeine Einnahme entgeht, weil nämlich sonst die Verluste in die Zukunft weitergetragen würden. Der einzige Unterschied ist, es würde dann noch Betriebe in der Zukunft geben und nicht viel mehr pleiten. Mein Kollege Michael Theurer hat bei so vielen Gelegenheiten über Ihre Überbrückungshilfen gesprochen. Die Überbrückungshilfe 3, die ja dem Handel im Dezember helfen sollte, die kann man heute im Januar überhaupt noch nicht beantragen, Herr Altmaier. Trotzdem erwähnen Sie sie hier. Also müssen wir doch hier über andere Instrumente nachdenken. Und Kollege Theurer hat vorgeschlagen, gestern noch, mindestens auch rückwirkend zu ermöglichen, sich nicht an Umsatz und Fixkosten und so weiter zu orientieren, sondern ganz einfach das Betriebsergebnis der Vorjahre zur Grundlage zu machen und dann unbürokratisch und schnell Hilfe auszuzahlen. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, wir sind in großer Sorge, weil es zigtausende Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die durch staatlich verfügte Schließungen ihrer Geschäfte, ihrer Hotels, ihrer Gastronomiebetriebe jetzt nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Und da hängen im viel gerühmten Mittelstand zigtausende Arbeits- und Ausbildungsplätze dran. Meine Damen und Herren, viele dieser Menschen wenden sich derzeit an uns, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Denn die Hilfen, die die Regierung großspurig versprochen hat, sie kommen nicht an. Man kann sagen, die Hilfen zu spät, zu wenig, zu bürokratisch. Und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Und das lässt leider noch mal tief blicken, was das Problem mit dieser Koalition und den Selbstständigen eigentlich ist. Das ist ja ein ganz besonderer Witz von New Work. Während wir bei den Angestellten immer mehr Selbstständigkeit in der Anstellung haben, wollen Sie Selbstständige alle zu Angestellten machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist aber keine zukunftsgerechte Antwort. Das Problem, und das ist offenbar auch die Ursache, warum Sie von der Koalition bis heute kein geeignetes Kriseninstrument für die Selbstständigen in dieser wirklich existenziell schwierigen Situation haben. Das Problem ist offenbar, dass Sie die Natur der Krise und ihre besondere Auswirkung auf Selbstständige nicht verstanden haben. Jetzt verstehe ich auch immer besser, warum Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sagen, ja, dann sollen die Selbstständigen doch aufs Jobcenter gehen, während Sie beim Kurzarbeitergeld extra in der Krise die Regeln für Anstellung verändern. Heute geht es darum, ob der Bundestag in dieser Woche über diese Verordnung spricht. Und darüber sprechen will eigentlich nur die AfD. Und das will sie, weil sie ein elementares Interesse daran hat, Zweifel zu sehen in dem demokratischen Wahlprozess. Weil sie davon lebt, weil sie sich davon ernährt, dass Menschen in Deutschland in Zweifel ziehen, dass da im Bundestag alles mit rechten Dingen zugeht. Und Herr Brandner stellt sich hier hin und ballert einfach 3 Minuten Unsinn heraus. Irgendwas wird schon kleben bleiben. Irgendwas wird schon kleben bleiben und wird am Ende dazu führen, dass es bestimmte Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich dann seine YouTube-Videos gegenseitig zuschicken und sagen, ach, guck mal, der Brandner, der hat da doch einen Punkt, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, was da im Bundestag eigentlich gemacht wird. Und dieser Move, den Sie hier gerade aufgeführt haben, der hat offensichtlich sogar in Ihrer eigenen Fraktion dazu geführt, dass ein Mindestmaß an Anstand, hätte man gar nicht gedacht, sich noch breit macht und dass die Leute vor Scham im Boden versinken. Denn man muss sich doch wirklich mal fragen, wie wird man eigentlich so? Wie wird man eigentlich so? Man tritt 2013 wegen der Euro-Krise oder 2015 wegen Migration in eine Partei ein, will da so ein paar konstruktive Vorschläge machen und plötzlich sitzt man in einer Partei mit Impfgegnern, Reichsbürgern und Neonazis auf Kommunalwahllisten, die hier irgendeinen Unsinn verbreiten. Also da wirklich frage ich mich manchmal, was fühlen Sie eigentlich, was empfinden Sie eigentlich, wenn Sie selber in den Spiegel gucken und wenn Sie sich den Brandner hier am Rednerpult vergegenwärtigen? Bitte machen Sie das mal mit sich selber aus, aber lassen Sie es sein, Ihren Frust und die Verbitterung über Ihr Leben in den letzten 3,5 Jahren auszuleben, indem Sie sich an der Demokratie vergehen und hier solche Shows abziehen. Lassen Sie es sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin immer dankbar und froh, wenn wir zu so einer prominenten Zeit über Internetthemen, Digitalthemen, gerade über Meinungsfreiheit im Internet sprechen. Ich bin aber auch etwas betrübt, dass durch die Aktuelle Stunde heute eine Aktuelle Stunde zum Thema von Vorkommnissen in Russland verdrängt wird. Und es ist geradezu
frappierend, wenn Frau Storch hier über Vernichten und Ausschalten im Kontext von Herrn Trump spricht und wir durch ihre Aktuelle Stunde der AfD nicht über Themen von Herrn Nawalny sprechen im Kontext Ausschalten und über Demokratie und Freiheitsrechte von Oppositionsrechten in Russland. Und man könnte fast meinen, es stünde eine Absicht dahinter, meine Damen und Herren, dass Sie von der AfD diese Aktuelle Stunde heute aufsetzen, um das zu verdrängen und lieber ein anderes Thema, ein älteres Thema in den Vordergrund zu bringen. Und es entlarvt übrigens auch Ihre Grundhaltung zur Meinungsfreiheit. Das mussten Sie sich jetzt anhören. Ihre Grundhaltung zur Meinungsfreiheit, die gilt nur, wenn es Ihnen passt, nur wenn es Ihnen in den Kram passt. Wenn es aber Ihr Freund und Gönner Putin betrifft, dann schieben Sie es lieber weg. Das ist Ihre Haltung zur Meinungsfreiheit im Gesamten, meine Damen und Herren. Das ist gar nicht meine Maske. Das ist suboptimal, wenn Sie eine andere nehmen. Ja? Aber ich habe Reservemasken. Ja. Das sieht gut aus. Also der Besitzer der Maske wird aufgefordert, sie wieder abzuholen. Ist entfernt.